Ich habe gehört, wenn ich mich mit Frischhaltefolie einwickel und schwitze, nehme ich schneller ab. Direkt mal ausprobieren. Und damit heiße ich dich wieder herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Kennst du das? Du willst abnehmen, aber alles, was du anfängst, funktioniert nicht. Und wenn du dann mal wieder gefragt wirst, und wie läuft's? Dann musst du sagen, ja, hat schon wieder nicht geklappt. Oder du bist frustriert nach den anfänglichen Erfolgen. Dann geht's auf einmal nur noch seitwärts auf der Waage. Oder sogar ganz schlimm, es geht wieder nach oben. Das kann richtig ermüdend sein. Soll ich dir mal erzählen, woran das liegen könnte? Es muss nicht direkt an deiner Ernährungsform liegen oder an dem Sport, den du machst. Es liegt höchstwahrscheinlich an deinem Durchhaltungsvermögen, an deiner Disziplin. Die Herausforderung heutzutage ist, etwas auch mal wirklich durchzuziehen. Immer wenn man irgendwas Neues anfangen möchte, zum Beispiel Schwimmen, Fahrradfahren, intermittierendes Fasten oder irgendwas anderes, kommt irgendjemand von der Seite und sagt, entweder es funktioniert nicht oder die Fitnessindustrie kommt und hat dir da irgendwas Neues parat. Und wenn das Ganze nicht physisch der Fall ist, ist es dann meistens über Werbung oder durch irgendwelche Blogbeiträge, die du in irgendwelchen Foren findest. Wie zum Beispiel das mit der Frischhaltefolie einwickeln. Oder nach 18 Uhr darf man nichts mehr essen. Oder nur noch Kieselsteine essen, dann nimmst du ab. Oder dreh dich 12 Mal im Kreis um den Stock herum und versuch in eine Richtung wegzusprinten. Gut, das letzte war vielleicht ein Partyspiel. Ich geb's zu. Aber du weißt, glaube ich, was damit gemeint ist. Das Ganze liegt daran, dass wir immer wieder von unseren Zielen abgelenkt werden und immer dem neuesten Trend, der uns viel verspricht, nachhetzen. Das Ganze nennt sich Shiny Object Syndrom. Aber soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Komm mal ein bisschen näher. Es funktioniert alles. Du bist jetzt sicherlich schockiert, wenn ich dir das sage. Egal welche Ernährungsform du wählst, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Du musst quasi das finden, das für dich das Richtige ist. Egal ob intermittierendes Fasten, Radfahren oder. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, um abzunehmen. Du musst es auch mal wirklich längerfristig durchziehen, um auch wirklich langfristige Erfolge zu haben. Und du darfst dich natürlich nicht von den Meinungen anderer ablenken lassen. Und wenn dann irgendein Kumpel oder irgendein Arbeitskollege zu dir kommt und sagt, hey, das habe ich schon ausprobiert, lass es sein, das funktioniert nicht. Probier es aus. Nur weil es bei ihm nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass es bei dir nicht funktionieren kann. Weil sonst wirst du nie erfahren, ob es für dich das Richtige war. Ja, und es kann sein, dass du vielleicht 2 oder 3 verschiedene Sachen testen musst, bevor du das Richtige für dich findest. Und da gibt es einen ganz einfachen Tipp, den du da anwenden kannst, um dich nicht rausbringen zu lassen. Schreib dir einfach mal auf, also so richtig oldschool mit Stift und Papier, schreib dir mal auf, ich, ja, Name einfügen, Michael, werde bis zum Datum, zum Beispiel der 31.12.2019, mich nur noch zuckerfrei ernähren, um mein Wunschgewicht von zum Beispiel 87,4 Kilo zu erreichen. Ich lasse mich durch nichts und niemanden davon abbringen und ich werde es durchziehen, weil ich es mir wert bin. Wenn du möchtest, kannst du dir am Ende noch hinschreiben. Und wenn ich das Ganze erreicht habe, werde ich mir als Belohnung, na, auch wieder zum Beispiel ein großes Eis mit 4 Kugeln und Sahne als Belohnung holen. Und dann setzt du noch Datum und Unterschrift drunter. Und von der einen Belohnung am Ende, wenn es jetzt zum Beispiel ein Eis ist oder schick essen gehen ist, wirst du nicht direkt wieder alles zunehmen, was du bis dahin abgenommen hast. So, wenn du das Ganze jetzt aufgeschrieben hast, also wirklich mit Stift und Papier, gehst du jetzt zu deinem Kopierer. Und wenn du keinen hast, schreibst du es nochmal auf, kopierst es 3, 4, 5 Mal und dann hängst du es dir überall hin. Ins Bad, an den Spiegel, in den Kühlschrank. Ja, du hast richtig gehört, in den Kühlschrank. Und vielleicht sogar an deinem Schreibtisch direkt neben an dem Monitor oder unten dran heften, damit du es immer wieder siehst. Jetzt fragst du dich bestimmt, was soll das denn überhaupt? Das ist so, als würdest du einem Pferd die Scheuklappen aufsetzen. Es lässt dich nicht mehr von links und rechts aus der Ruhe bringen. Du hast dein Ziel vor Augen, du weißt, was du machen willst bis zu diesem Datum und dann ziehst du es mal durch. Und ich werde dir versprechen, wenn du es wirklich mal konsequent eine Ernährungsform oder einen Sport durchziehst, wirst du Erfolge haben. Und eine Bitte, wenn du abnehmen willst, mach es wirklich seriös und mach auch die Übung. Auch wenn du dir jetzt denkst, okay, ich habe mir das jetzt angeguckt, das halte ich für Schwachsinn, probier es mal aus. Und immer wenn du diese Zettel siehst, liest du sie dir durch. Und wenn du Themenwünsche hast, dann schreib sie mir bitte unten in die Kommentare rein oder schreib mir per Instagram eine Direct Message. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir eine Bewertung da. Ich würde mich sehr freuen, dann sehe ich auch, dass der Content für dich ist und für dich auch einen Mehrwert hat. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere diesen Channel für weitere Videos in den Bereichen Abnehmen, Fitness und Mindset. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Bis dahin, ciao.